Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Whispered World. Und das ist tatsächlich das, was ich schon gedacht hatte. Uns fehlte ein Gegenstand, damit wir im Folterkeller des Königs weiterkommen. Davon abgesehen haben wir ja schon den Flüsterschein wieder in unserem Besitz, indem wir Spot einer kleinen Operation unterzogen haben. Das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt haben wir hier im Gebüsch liegen die Hose von Bobby. Und zwar wurde die Hose von der Wäscheleine katapultiert, als wir die mit Spot benutzt hatten, um das Eingangstor zu öffnen. Jetzt sehen wir hier die Hose. Es ist nicht Opas Hose. Irgendwie enttäuschend. Es ist nicht Opas Hose, aber eine vielleicht auch nicht ganz irrelevante Hose, die uns helfen wird, das nächste Rätsel zu lösen. Und zwar im Folterkeller, wo wir ja auch schon waren. Wir brauchten einen Gegenstand, den wir an den Haken hängen konnten, der gleichzeitig das Gewicht zu diesen beiden Käfigen darstellt. Das ist dieser hier. Mit dem Eimer wollte er das irgendwie nicht machen, aber die Hose des Boten sollte genauso funktionieren. Und jetzt können wir natürlich Spot in seiner Fettform da reinpacken, um als Gewicht zu dienen. Tadam! In diesem Fall haben wir jetzt diesen Käfig hochgehoben. Das wollen wir natürlich so nicht machen. Wir nehmen also Spot wieder raus und machen jetzt etwas anderes. Und zwar begeben wir uns als Cedric selbst in den Käfig. Und nun? Und sorgen dafür, dass der fette Spot in die Hose geht. Irgendwie. Irgendwie klappt das nicht. Warum klappt das nicht? Warum klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle? Ich pack den Kuhfuß hier oben rein. Das wäre Zeitverschwendung. Der Käfig ist bereits offen. Ich lasse sie besser, wo sie ist. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. Oder wir machen Nein, das so. So wie der Spot. Wir nehmen den normalen Spot und legen ihn da rein. Da passiert nämlich erst... Ah, jetzt habe ich's. Und jetzt gehen wir hier rein. Und nun? Es passiert natürlich erstmal nichts. Und jetzt werden wir Spot fett machen. Plop. Ha! Genial. Genius. Und das ganz ohne Nesquik Intellekt. Ja, da das Gewicht in dem Käfig selbst zu schwer war, wurde der andere Käfig hochgezogen. Wir hatten das scharfe Mondornament an dem Knochenstumpf befestigt. Dadurch, dass das Ganze hochgezogen wurde, haben wir jetzt diesen Olivenzweig sauber abgesäbelt. Und können uns die Oliven einverleiben. Ist das nicht toll? Du kannst wieder mitkommen, Spot. Also wenn Cedric ihn nicht mögen würde, wäre das jetzt die ideale Möglichkeit gewesen, ihn loszuwerden. Auf ewig gefangen. In der Hose, in der vorher Bobbys Arsch war. In dieser Hose sind wahrscheinlich nicht nur Bremsspuren, das sind ganze aufgerissene Straßenstriche. So. Diese Oliven müssen natürlich noch irgendwie zermanscht werden. Beziehungsweise müssen sie destilliert werden oder so. Wir haben jetzt da oben ein leeres Fläschchen. Wir haben hier unten wahrscheinlich die Möglichkeit, über diesen Glaskolben... Ja, das könnte funktionieren. ...und Feuer gewisse Dämpfe freizusetzen, die dann eben über diese Rohrleitungen sich in diesem Fläschchen absetzen. Und los geht's. Oh je, die Rohre stehen ja noch wie Kraut und Rüben. Überall sind offene Rohrenden, aus denen der Dampf entweicht. Und ich sehe nur zwei Korken. Das sollte ich schleunigst reparieren. Ja, ein weiteres Rätsel und das werden wir natürlich auch machen. Das kann man nicht drehen. Lassen wir das erstmal so. Wie wäre es, wenn wir diesen Korken nehmen und ihn hier oben reinsetzen? Ja. Versuchen wir erstmal
uns hier oben vorzuführen. Ich glaube, das war's dann schon, oder? Gib mir den Korken, den setze ich hier rein. Ha! Ein relativ einfaches Rätsel. Jetzt haben wir das Öl natürlich da oben. Wie komme ich da ran? Ich muss es irgendwie runterschmeißen. Nein, ich komme nicht ran. Mein selbst destilliertes Olivenöl ist fertig. Aber wie komme ich jetzt daran? Nom nom nom, endlich Dressing für den Salat. Nom 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 nom. Wir könnten es abschmeißen. Wir könnten es runterschmeißen. Mit den Spotbällen. Oh je, das wird doch nichts. Ich bin doch so schlecht im Zielen. Aber da ich keine bessere Idee habe, was soll's. Wir können es kaputt machen. Vier Würfe hat es gedauert. Wer sagt's denn? Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Jetzt ist natürlich die Frage, wo das ganze Zeug gelandet ist. Im Trog der Kuh. Ganz toll. Hat sie das schon getrunken, alles? Hey, das sieht mir ganz nach den Scherben meines Olivendestillats aus. Oh nein, die Kuh hat nichts davon übrig gelassen. Was mache ich denn jetzt? Und sie hat sich die Zunge nicht an den Scherben aufgeschnitten? Und du hast dabei zugesehen? Bobby ist einfach zu nichts zu gebrauchen. Wie wär's denn, wenn wir sie jetzt... Wir können sie ja... Die Idee scheint mir ein wenig absurd, aber solange ich keine bessere habe... Wir können sie melken und da kommt wahrscheinlich jetzt Öl raus. Na, wer sagt's denn? Dieser Blick von der Kuh eben. I am not amused. Eimer mit Öl, tatsächlich. Das heißt, wir haben den Flüsterstein. Und das heißt, wir haben das Öl. Ist das nicht genial? Wir können das Öl jetzt wahrscheinlich auch durch den Trichter in dieses System einführen. Und wir kommen so der Auflösung des ganzen Dilemmas und der Reparatur des Gefüges von Raum und Zeit immer näher. Seid ihr gespannt auf die Auflösung? Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass die Auflösung absolut großes Kino ist. Und es wird das Spiel in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, das verspreche ich euch. Es wird alles erklären. Es wird dieses ganze Rätsel um diese mysteriöse Gestalt erklären, es wird die Geschichte mit dem König erklären, es wird erklären, warum das Ende naht, warum das Gefüge von Raum und Zeit so wichtig ist, warum Cedric sich so verhält, wie er sich verhält. Es ist eins der besten Spielenden, die ich kenne. So, den in den Schacht und das Öl bitte reinführen. So, ich habe das Planetensystem geölt. Hervorragend! Jetzt brauchen wir nur noch den Flüsterstein und die Kurbel. Ja, es ist natürlich die Frage. Das wird wahrscheinlich anders angeordnet werden müssen. Passt. Ich habe den Flüsterstein eingesetzt. Hervorragend! Wie bist du an ihn rangekommen? Das willst du gar nicht wissen. Wirklich dann nicht. Will ich auch nicht gefragt haben. Achte aber in jedem Fall darauf, dass die Planetensteine in der richtigen Reihenfolge angeordnet sind, ja? Na klar. Und woher weiß ich das? Und woher weiß ich das? Ich muss nochmal mit ihm reden. Ich hab Angst. Nein, ich gehe einfach mal davon aus, dass der Bart echt ist. Dieser Bart ist auf jeden Fall echt. Ah, da bist du ja wieder. Bist du vorangekommen? Ja, schon. Ich habe noch Fragen wegen dieser Reparatur. Fragen? Was für Fragen denn? Hast du etwa nicht zugehört? Doch, aber es ist doch sehr viel Information auf einmal. Schon gut, schon gut. Wo genau drückt denn der Schuh? Reihenfolge der Steine. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Steine angeordnet sein müssen. Die Steine entsprechen den Planeten unseres Sonnensystems. Avrius, Pornitus, Vernicus, Silens und Frobel. Der Rest dürfte doch ein Kinderspiel sein. Ja, ein Kinderspiel.
Okay, wie hießen die jetzt? Sie hießen Pornikus. Avrius Vernicus oder so. Silence und Frobbel. Silence, respektive Silence, steht natürlich für den Planeten, auf dem wir uns jetzt befinden und wird dadurch durch den Flüsterstein dargestellt. Ich versuche es lieber allein. Tu das. Das dürfte nicht besonders schwer sein. Ich glaube... Was steht los? So, wir haben hier jetzt natürlich, was ich eben in diesem Tooltip gesehen habe, Lexika. Vielleicht steht in diesem Lexika noch vielleicht etwas über die Farbe oder so. Das würde uns auf jeden Fall schon weiterhelfen. Ey, schau dir die Lexika an. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Frobbel, aber kleiner als Avrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobbel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Ähä. In der Tat, ähä. Also, wer ist jetzt der größte Planet? Nochmal lesen. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Frobbel, aber kleiner als Avrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobbel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Pornitus war der größte, danach müsste Avrius kommen und danach Vernicus. Oder? Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Vernicus ist größer als Frobbel, aber kleiner als Avrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der fünf Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der zweite Planet im Sonnensystem, aber nicht der zweitkleinste. Frobbel wird häufig vom zweitgrößten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Silens müsste der kleinste sein und Frobbel der zweitkleinste. Das war schon mal die Größe. Jetzt ist natürlich noch wichtig die Farbe und die genaue Anordnung. Und ich habe eine Idee, wie wir darauf kommen, welche Farben die Planeten darstellen. Wir haben in diesem Labor, ihr erinnert euch, da wo wir das Öl destilliert haben, haben wir doch das Periodensystem der Elemente in The Whispered World Universum gesehen. Und da waren auch Farben dargestellt. Das sind die fünf Elemente. Von links nach rechts, Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Okay, Phrom sehe ich hier ist grün, also steht das für Frobbel. Frobbel ist grün. Vernin ist rot. Avrium müsste violett sein, also so ein lila. Pornitium ist gelb. Und dieses Silentium ist irgendwie braun. Oder orange. Braun. So, damit hätten wir Größe und Farbe zugeordnet. Jetzt fehlt nur noch die Anordnung. Die wir auch über das Lexika herausfinden müssten. Da habe ich aber jetzt nicht genau hingehört. Da hatte ich zuerst nur versucht, erstmal die Größe der Planeten herauszufinden. Das haben wir ja aber auch schon gemacht. Welche Farben haben wir denn hier? Gelb und Blau. Blau ist dann Silence. Auch wenn die Farbe für mich nicht nach Blau aussah, aber... So, jetzt ist die Anordnung wichtig. Da müssen wir drauf achten. Ich glaube, in der Mitte müsste Pornitus sein. Als größter Planet.
Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silenz ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Frobel wird oft durch den 2. größten Planeten, also Avrius, verdeckt, der eine Position näher zur Sonne steht. Das passt aber nicht. Doch, das passt. Pornitus ist in der Mitte. Und Pornitus ist gelb. Silenz. Silenz ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. War hier das nicht so? Wernicus ist größer. Der mittlere Planet heißt, von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silenz ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. So, Silenz ist der 2. Planet im Sonnensystem. Irgendwie passt das alles nicht wirklich. 2. Planet im Sonnensystem ausgehend von der Sonne, oder? Ich muss jetzt erstmal gucken. Also wir haben jetzt hier Silenz. Und Frobel wird oft verdunkelt. Ist Silenz wirklich der kleinste Planet? Nein, das glaube ich nicht mal. Silenz ist nicht der kleinste Planet. Das ist falsch. Ich bin davon ausgegangen, dass Silenz der kleinste Planet ist. Das ist, glaube ich, falsch. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silenz ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. Ich tausche die Position von Silenz mit Wernicus. Das würde heißen, dass Wernicus der kleinste Planet ist. Pornitus ist der größte, das steht fest. Avrius ist größer als Wernicus. Diese Knobelei ist gar nicht so einfach, die fand ich aber damals schon cool. Hier ist ein Malsee. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Afrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silenz ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. So, und das würde dann bedeuten, Wernicus Frobel Avrius Silenz. Ich glaube, ich habe jetzt die Anordnung. Und wenn wir es tatsächlich schaffen sollten, das Gefüge von Raum und Zeit wieder in Gang zu setzen, dann wird sich die Tür zum König öffnen. Und wir werden endlich herausfinden, warum das Ende bevorsteht. Tja, ich muss euch leider bis zum nächsten Video vertrösten.
dann vielleicht endlich antworten. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Whispered World und der vermeintlichen Antwort auf alle Fragen, die wir haben.